Frage ist nur, wo machen wir den? Diese Leitung hier. Oh komm, was läuft da? Hier laufen die Motoren. Das haben wir wieder das ja. Geil. Logistik MK5. Zack. Besser als vorher. Okay. Wir kommen von beiden Seiten. Egal, was ich da mache, es wird nicht schön ausschauen. Anreise ist abbaus, ne? Das hat er jetzt wirklich gesagt, oder? Ach, warte mal. Moment mal, wieso? Was wie wo? Moment. Das ist hier, das ist das Falsche. Da sind die da, okay. So habe ich das also da hinten gelöst. Ja gut, so könnte ich es auch lösen. Das wäre nicht das geringste Problem. Ja, wahrscheinlich sogar das Schönste. Quasi. Können wir zumindest einmal zuschauen, wie da Rahmen reinlaufen. Genau, und wir können da auch noch ein paar reinlegen. Hilft uns nur bei dem nicht weiter. Ist klar, die Rahmen rennen jetzt noch wie verrückt da durch, aber da wird sie sich dann wieder stauen. Da fehlt ein Stück Förderband. Ja. So, jetzt gehe ich mal zu meiner Produktion da hinten von diesen. Unsere Mangelware und schauen wir die an. Theoretisch müssten wir die ganzen Sachen doch vorne eh mal umbauen. So wie wir es später dann überall gemacht haben. Irgendwann. Wenn wir viel Langeweile haben und so. Genau. Woran hängt's? Es hängt an fehlenden Schrauben. Das Problem können wir aber zumindest etwas beschleunigen. So. Wir können nämlich den Schrauben eine Möglichkeit geben, schneller da reinzugehen. Oh, zack, und schon sind. Ah, zumindest ist die Hälfte schon wieder da. Und, da ist der Rest. Okay. Hat minimal geholfen.
Du bist voll. Du könntest auch da noch deutlich mehr machen. Ich will es nicht sagen, Carsten, aber ich glaube, ich erhöhe etwas unsere Produktion. Was erhöhst du? Unsere Produktion von verstärkten Eisenplatten. Na, es bleibt uns nichts übrig. Wenn wir da weiterbauen wollen. So, machen wir das mal so. Oder weißt du, ob wir noch irgendwo eine andere Produktion haben? Aber ich glaube, das war die einzige. Für verstärkte Eisenplatten? Ja. Pff, haben wir mit Sicherheit einige Produktionen. Nicht mal. Stimmt, oben beim Stahl müsste auch eines sein, aber die rennt ja alles in weitere Produktionen rein. Ja. Gucken wir uns die Dinge mal an. Also. Ich schau mal kurz, ja. Ich habe das nicht so hundertprozentig, weil das ganze Eisenzeug war ja dein Bier. Echt? Ja, tatsächlich. Du wirst glauben. Nee, ich glaub's wirklich nicht. Aus irgendwelchen Gründen glaube ich dir nicht. So, das schaut schon aus nach einer direkten Eisenplattenproduktion. Das ist auch einer. Da könnte man genauso helfen, zumindest bei den Schrauben einmal. Dass die Schrauben ein bisschen schneller gehen. Laufen die Schrauben zumindest schneller mal da rein. Ja, sehr gut. Die laufen da weiter, gehen dann darüber, gehen hier in diese Produktion. Kann ich sagen, du mit Eisenplatten beliebig abziehen kannst. Wo? Ja, da wo du den ganzen Kram herkriegst, du zapfst ja immer das aus den Lagern ab. Also die Produktion, die dahinter steht, hinter dem Lager, steht aber richtig nicht. Das Lager war doch vorher leer. Für Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten, ach. Nein, ja, für verstärkte Eisenplatten brauchst du Schrauben und Eisenplatten. Achso, so meinst du das? Ja. Da hast du natürlich recht. Knackpunkt sind natürlich die Schrauben. Ja. Aber da lässt sich bestimmt was. Ja, das ist ja. So. Eisenplatten haben wir hier zur Genüge. Da haben wir aus irgendwelchen Gründen nochmal die Produktion angehoben. Mhm, ich weiß, ich stehe auf der angehobenen Produktion. Angehoben trifft es übrigens nicht. Irgendwo da oben hast du die überhaupt angeschlossen? Wen angeschlossen? Da war das irgendwo, oder? Ja, hier, wo ich stehe. Ja, ja, genau. Vier Produktionsstätten, die nur die Dinger herstellen und das Lager reinschieben. Aber die bewegen sich nicht. Da steht doch auch das Eisen hinten, oder? Ja, klar. Deswegen bin ich ja gerade hier am Gucken. Ich will ja hier noch, weitere Produktionsstätten für Schrauben ansetzen. Das ist so der Plan. Ah. Baue ich dann nochmal ein paar für, einfach für Schrauben. Die schiebe ich dir ins Lager rein und kannst du machen. Oder du lässt das, schiebst das nicht ins Lager und ich baue daneben was zum Herstellen der verstärkten Platten, weil da oben haben wir beides. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass wir es gleich produzieren, bevor wir es runter und wieder hochleiten und wieder runter. Das wäre total untypisch für dich. Da ziehst du immer alles aus den Lagern. Komm mal her da. Komm her. Kommst du irgendwann angerannt und sagst, wegen des Komm nichts mehr her drin. Da. Komm her. Nein. Komm her. Nein. Danu, du willst mir doch nichts antun. Ich würde auch kurz das Bild ausblenden, damit keiner sieht. Also willst du das jetzt bauen? Weil sonst hätte ich gesagt, ja, ich baue das eben. Ist kein Ding. Gut, dann baue ich da hinten weitere Manufakturen, in dem Glauben, dass du das hinkriegst. Dass ich mehr verstärkte Eisenplatten ziehe.
Ja, genau, darum geht's mal ja mal. So, was brauche ich für die Manufakturen? Fabrikator, scheiße. Ja. Da brauche ich 10 Motoren. Die habe ich dir vorhin alle gegeben. Aber meines Wissens ist das Lager eh voll von den Motoren. Noch. Wieso noch? Achso, ja, bis wir verstärkte Motoren. Ja. Nehmen wir besser mal ein paar Motoren mehr mit. Danach wird dieses Lager leer sein. Wollt jetzt schauen, hat sich das beruhigt oder nicht? Nö, ist wieder leer. Okay. Also trotz der weiteren Zuleitung sind die Rahmen auch leer. Ich vermute mal, das liegt an der überzogenen, verstärkten Rahmen. So. Nicht mehr, die habe ich ja abgedreht. Ich habe sowohl die Computerproduktion als auch die verstärkten Rahmenproduktion zurückgedreht. Ich habe jeweils 2 der 3 abgedreht. Also es rennt noch eine, damit wir Produktion haben, aber die anderen sind aus. Was natürlich heißt, dass die Kabel bis dahin voll sind, ja, das schon. Aber die können uns ja im Prinzip egal sein. Die sind ja auch früher oder später voll. Kriegen wir die irgendwie halbwegs hinnehmen? Will ich darüber. So. Ja. Das hier kommt dann eh alles. Wobei, dann könnten wir gleich schauen, da geht sich keiner mehr aus daneben, okay. Das heißt, wenn ich sie hier herstelle, kann ich die aufeinander? Nein, ich glaube, Fabrikatoren kommen. Du hast ein Loch in unserer Foundation? Ich weiß nicht, wo du bist. Ist egal, ich habe mich nur gerade geschreckt. Achso, das ist die Rampe. Okay, ja. Hätte mir eh nichts passieren können. Aber du weißt ja, wenn man im ersten Moment einfach fällt, dann schaut man halt einmal. Naja, wir könnten es theoretisch übereinander bauen. Wie hoch ist denn so ein Fabrikator? Kann doch immer eine Platte dann hier dazwischen setzen. Ja, genau das. Weil es ist am einfachsten. Das kann ruhig eine volle sein. Und dann bräuchte ich die mal 1. Ich nehme andere höhere, echt, oder? Ja, reicht. Okay. Dann... brauche ich jetzt nur noch ungefähr, reicht die Breite? Breite reicht, Tiefe reicht. Okay, dann würde das hier reichen. Dann würde ich hier eine Wand mit Loch bauen. Und hier das. Nochmal das. Und oben drüber wieder eine ein. Ich finde es toll, dass sie die Fundamente mit 1 Stärke gemacht haben. So. Da setze ich mir jetzt einfach irgendwas dahinter. Das lösche ich gleich wieder. Und jetzt bräuchte ich ungefähr genau hier. Ungefähr genau?
Ungefähr genau hier, ja. 43 amüsieren. Wer? Was? 43 Norbert wieder amüsieren. Ja, aber ich glaube, er weiß, was ich meine, wenn er zuschaut. Natürlich weiß er, was du meinst. Deswegen genau ungefähr hier. So. Mhm. Das erste Mal jetzt, dass ich Fabrikatoren übereinander baue. Das soll jetzt halbwegs gut ausschauen. Moment. Ja doch, ich muss eigentlich nur sagen, das ist die Mitte, genau das soll es hier. Sehen Sie heute, wie baut man das effektive Chaos? Mhm. Genau, Lupi. Hast es erraten. Herzlich willkommen im Stream. Jetzt darfst du zuschauen. Chaos ist ihre Spezialität. Nicht nur du, Lupi. Ja, so, so. Schrauben, Schneckengewinde, ja. Das mich doch tatsächlich raus. Wieso? Du musst raus tappen. Nur mal gucken, was Lupi da so schreibt. Du sollst doch hier Schnecken, du sollst doch hier Schrauben erhöhen und so und überhaupt. Du hast doch gar keine Zeit für sowas. Du willst nur gemein sein. Oh. Nein, zu Lupi doch nicht. Zu der war ich noch nie gemein. Ich meinte auch nicht zu Lupi. Achso. Da blinkt was rot? Wo? Da blinkt doch nichts rot. Mir blinkt nur alles rot. Oder das muss so. Achso, Leben nachfüllen meinst du? Ja, ich habe in der Uranmine meine ganzen Nüsse verbraucht. Ich habe nicht mehr. Und guck mal, ob wir rum bei den irgendwelchen Kisten haben, wenn das nächste Mal beim Hub ist. Ja. Also, achso. So, und jetzt wird's interessant. Wie mache ich das jetzt? Ich brauche immer drei Stück, oder? Quarzoszillatoren, wo sind die da? Genau, die brauchen Quarzkristalle, die brauchen Kabel und sie brauchen verstärkte Eisenplatten. Der vierte kann mir also egal sein. Also, einen. Aber die kann ich nicht einfach so anhängen. Hehe. Ah. Okay. Nein, hier wird jetzt nicht gepusht, hier wird ordentlich gebaut. So. Vielleicht kriegen wir irgendwann das Chaos auch im Griff. Mir lag gerade auf der Zunge von wem? Was? Was von wem? Ordentlich gebautet. Und demnächst sehen sie, so bauen wir Schmied rein. Die Logistik. Zack. Aha.
Weiß ich halt nicht, ob es dran ist. Also. Naja, Moment mal, die sind ja genau. Andere Idee. Okay, zwar umständlicher, aber sollte auch gehen. Das hier müsste doch halbwegs gerade darüber gehen, genau. Okay. Ja, Carsten. Ich habe gerade meine Schmelzöfen geschmissen. Okay. Oder viel mehr aufgebaut. Aha. Genau, das Chaos überblickt alles. Mhm, genau. Immerhin finde ich meistens die Produktion an. Ich sag mal so, verstärkt wird der ganze Mist hier noch damit, dass wir das Ganze ja noch zu zweit bauen. Ja. Also solo wäre es wahrscheinlich einfacher. Da braucht man sich ja dann auch nicht reinreden und jeder hat seinen eigenen Stil und ja, das ist interessant. Aber ich kann es trotzdem jedem nur empfehlen. Es macht trotzdem irgendwie Spaß. Wenn man seinen Partner mindestens 300 Mal am Tag irgendwo eingraben will. Nein, nein, das tue ich nicht. Ja, du vielleicht nicht. Die können doch nicht alle mit mir zusammenspielen. Insofern besteht da doch gar keine Gefahr. Ach so. Ah, das würde gehen. Das war jetzt nicht genau das, was ich mir erhofft hatte. Aber sagen wir mal ehrlich, hast dich doch nicht am Spiel. Was? Dass du mich reingraben willst. Das was? Dass du mich eingraben willst. Liegt doch nicht am Spiel, das liegt doch an mir. Wieso? Das weiß ich nicht wieso. Du hast schon deine Gründe. Okay. So. Würde wahrscheinlich doof ausschauen, wenn ich das alles dazwischen lösche, aber so ist. Welcher ist denn da der richtige? Der kann auch weg. Genau, da auch. Bin ich froh, dass Carsten nicht sieht, was ich hier mache. So. Dann bräuchten wir. Das legen wir jetzt endlich mal auf die 3. Ah ja, Problem gefunden. Das geht nicht. Das wird so nicht klappen. Weil diese Lifte zu breit sind. Carsten, wenn du mal eine Minute Zeit hast, könntest du vorbeikommen und mir helfen. Ja, klar doch. Ich habe übrigens doch das Falsche gelöscht. Ist okay. Ach, liebe. Was denn? Was soll das werden? Ja, drei Fabrikatoren quasi übereinander. Ja, das sehe ich auch, aber was soll da hergestellt werden? Quarzoszillatoren. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wie viel Miner wir haben? Einen? Nein, nein, wie viele Miner wir haben? Keine Ahnung. Also, wenn Daumen gepeilt, würde ich sagen, vielleicht nur so 30. Mhm. Weißt du sonst noch irgendwas Sinnvolles mit Turbomotoren anzustellen?
Wo? Ja. Wie willst du bauen, dass du da... Ich halte dich nicht davon ab. Was wolltest du denn? Mal abgesehen davon, dass die krumm und schief übereinander stehen. Nur der erste ist etwas versetzt. Wie würdest du da hochgehen? Also wie ich es mir überlegt hatte, geht's nicht. Okay, muss mal überlegen. Weil die Lifte natürlich zu viel Platz brauchen, links und rechts. Du möchtest hier mit den vier Leitungen ankommen. Oder mit den zwei. Mit drei, ich brauche nur drei. Genau. Na, die sind ja schon da, aber ein Fabrikator hatten wir ja da. Die brauchen zu viel Platz. Die sind zu breit, sagst du. Probier's mal, ja. Okay. Wir schauen. Das ist ja dann wieder kein Problem.